Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen wunderschönen alten KRZ vorstellen und es geht dann auch gleich los. So, jetzt sind wir im Shop angekommen, unser KRAZ 256B1 kostet dich 56.000 Euro. 22.000 Liter Füllvolumen hat die Ladefläche und 83 km/h soll das schnell sein und 365 Liter Tankvolumen und 11 Euro Unterhalt. Wie du siehst, kannst du ihn hier nicht optimieren und kannst alle Früchte von Giants laden und je nachdem, was in der Karte eingetragen sind, wie du hier siehst. So, dann schauen wir uns den jetzt mal genau an. Ich habe den jetzt geladen, 22.000 Liter, bin hier schon auf der Ladefläche hier auf unserem Hof. Und dann drücken wir mal abladen. Ah. So, geben wir mal ab, mal schauen, was passiert. Es wird weniger. Er drückt schön rauf, wie man sieht. Es sieht echt toll aus. Gut gemacht, muss man wirklich sagen. Hier. Die alte Textur gefällt mir narrisch sehr gut. Und da fahren wir mal ein bisschen vor. Also, bin mal gespannt. Die Katerwelle, wie man sieht, ist auch animiert. Ist schmutzig geworden. Bin davor durch den Schlamm gefahren. Wir können jetzt gleich das nochmal schauen, erstmal, ob die Blinker funktionieren. Ja, die Blinker funktionieren. Hinten, vorne. Wie man sehen, hier auf dem Kotflügel. Und die anderen gehen weiß mit. Sehr interessant. Dann das normale Licht, wie wir hier sehen. Funktioniert genauso. Vorne so wie hinten. Rückfahrlicht hat er auch. Kein Rückfahrton. Aber ja, das Getriebe, das hört sich echt geil an, muss man wirklich sagen. Vor. Ja. So, schalten wir das Licht aus. Dann schauen wir hier. Mit Numbit 6 kannst du hier diese Lichter einschalten, wie du siehst. Und hinten genauso. Und dann schauen wir uns das mal von innen drin an. Nur mit 6 sehen wir, hier ist Armaturenbrett ist beleuchtet. Aber leider ist es nicht animiert, wie wir sehen, das Armaturenbrett. Ist leider tragisch. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht hat jemand eine andere mit F, das ganz normale Licht. Dann hier mit Nummer 6 gehen die Lichter an, sonst eigentlich hier der Blinker, ja, sonst war es das eigentlich. Er hat sonst keine Sonderfunktionen. Gehen wir wieder in die Außenansicht, fahren wir hier nochmal eine kleine Runde. Hier ist beim Silo rundherum und dass man sehen, wie sieht ja, dass ich schon hier gefahren bin. Hier vorne auch ein bisschen Schlamm. Also schmutzig ist er jetzt nicht geworden. Und da geben wir mal Gas.
Dann schauen wir mal, ob der ja richtig spritzt, der Schlamm. Ups. Beinahe. Jetzt können wir hier gleich den Geschwindigkeitstest machen. Schauen wir uns mal, ob uns die Polizei nicht erwischt. Also 70 haben wir, Hammer. 79 haben wir erreicht. Es ist wirklich sehr schwer. Da vorne, also da vorne steht, glaube ich, die Polizei. Also 79 km/h habe ich jetzt erreicht. Bremsen wir mal. Ja, bremsen. Er macht Traktorreifenspuren, wie wir mal sehen. Rückwärts haben wir hier 14, 15 km/h. Ja, so her sieht er ja nicht schlecht nicht aus. Schauen wir uns gleich mal die Lok an. Abgasstrahl sieht ein bisschen komisch aus. Also die Lok hier, wie man hier sieht, ist sauber. Habe ich hier keinen Fehler drin. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.